willkommen zu einem neuen Minecraft-Video. Lasst ein Like da und lasst ein Abo da. Wir sind heute hier in Minecraft-RP, Leute. Und wir gehen jetzt erstmal zu IT, denn der hat einen neuen Friseursalon, Leute, hier in der Stadt aufgemacht. Da gehen wir jetzt erstmal hin und werden den ein bisschen besuchen. So, was geht, IT, Bro? Was geht, Ente? Was machst du denn hier? Zum Haare schneiden oder was? IT, ich hab doch gar keine Haare. Ich bin eine Ente, oder? Die Feder ein bisschen trimmen, oder? Hör, die Feder trimmen, Alti, das hört sich ja gar nicht nett an. Was willst du mit der Schere da machen, ne? Komm auf den Stuhl da, los. Alti, soll ich mich da wirklich hinsetzen? Oh, Leute, ich weiß nicht, ob das gut ausgeht. Alti, das ist keine gute Idee, aber nachher sehe ich ganz komisch aus. Wir machen mal so ein bisschen die Federn auf Null. Ah, Leute, was passiert hier? Hör, Alti, es hat sich doch gar nichts verändert. Hä? Leute, ich habe einen Bart auf einmal. Wie sehe ich denn aus? Ich sehe aus wie ein Opa, Alti. Aus. Erstmal dann 50 Euro. Ich hab gerade leider kein Geld im Inventar. Es tut mir leid, ich muss ganz schnell gehen. Nein, bleib hier. Ist der beste Friseursalon der Stadt. Alter, ich gebe dir später das Geld. Außerdem sehe ich jetzt mega entspannt aus. Ich habe einen ganz komischen Bart jetzt. Ah, gut, aber später auf jeden Fall. Aber du solltest ganz schnell zu Alphas Haus gehen. Da ist irgendwas passiert. Wurde nicht angerufen. Hä, was, Alpha? Da ist hier was passiert. Okay, Alter, ich gehe ganz schnell hin. Bis später, IT. Leute, was ist denn bei Alpha passiert? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat der, ich weiß nicht, vielleicht hat der seine Playstation verkauft oder so. Ich habe keine Ahnung. Leute, wir müssen ganz schnell auf jeden Fall zu Alphas Haus gehen und fragen, was da passiert ist. Ey, davon ist Alpha. So, ich gehe jetzt zu meinem Bro. Ich frage dir, was los ist. Leute, wie sieht der denn aus? Was hat der gemacht? Alpha, was ist denn mit dir passiert? Alpha, was meinst du denn? Was ist mit dir passiert, Bro? Was ist los? Siehst du das Fahrzeug? Da weißt du, von wem das ist. Oh nein, das ist das Auto von Don Alpha, oder? Das ist mein Auto drin, der hat mir alles weggenommen. Wie, der hat alles weggenommen, Alpha? Don Alpha ist auch gemeint zu mir, das ist normal, der robbt mich dauernd aus. Was hab ich verliebt? Don Alpha will mir mein Fernseher wegnehmen und mein Geld. Der hat dir dein Geld weggenommen, alles weggenommen, oder was? Don Alpha ist doch in deinem Haus. Ja, der ist da drin, aber ich kann nicht mit ihm reden. Das ist gefährlich. Alpha, ich kümmere mich um Don Alpha, okay? Ich nehm's mit dem auf. Ich muss dir unbedingt helfen. Das schikaniert mich auch die ganze Zeit. Und das darf nicht sein, Alpha. Aber übrigens, schöner Brücke. Ich verstehe dich gar nicht, Alpha. Ey, was hast du da gemacht? Hast du dir die Hose gemacht? Wie geht das stinkt, Alpha? Geh erstmal nicht waschen. Leute, wir müssen uns darum kümmern, so. Der wird sehen, was er davon hat, wenn er Alpha ärgert, Leute. So, ich gehe jetzt erstmal in mein Haus und dann bestelle ich mir ein paar Kisten, mit denen wir es dort Alpha zeigen werden, Leute. Let's go. So, der wird sehen, was er davon hat, wenn der Alpha einfach so ärgert. Denn er kann viel mit mir machen, Leute. Er kann mir alles wegnehmen. Aber wenn er meine Freunde ärgert, dann wird mir das zu viel, Leute. So, wir setzen uns jetzt an den PC und bestellen erstmal eine Satzkiste, mit denen wir einfach das Geld zurückholen. Let's go! So, Leute, jetzt habe ich die Kiste bestellt. Aber die sind da vorne gespawnt. Perfekt. Wir gehen jetzt mal zu anderen Alpha und versuchen einfach ganz normal mit dem zu reden. Vielleicht gibt er das Geld und das Haus und Alpha stand einfach zurück, Leute. Ohne dass wir irgendwas machen müssen. Vielleicht ist er ganz nett. Manchmal lässt er auch mit sich reden. Wir gehen jetzt zu seinem Haus. So. Ja, Don Alpha, Don Alpha. Och, hallo Rente. Wir haben Hunger, Dimitri, oder? Hä, wir haben Hunger. Alter, unser Grill und wir müssen unseren neuen Ofen zeigen. Was wollt ihr damit machen, Don Alpha? Hinter, passt du da vielleicht rein? Nein, Don Alpha, sie dürfen mich nicht grillen. Ich muss mit ihnen reden. Sie haben Alpha schon alles weggenommen. Au! Hey, Don Alpha! Gib sie Alpha alles zurück, bitte, Don Alpha! Es gehört Don Alpha ab jetzt. Verschwinde! Ich verschwinde schon, okay, ich gehe schon. Oh, Leute, der wird sowas von sehen. Warum ist der so frech? Der will es wirklich mit Hartmittel haben, Leute. Wir werden jetzt uns unsere Sachen rausholen. Und dann zeigen wir Don Alpha, wo der aber hackt. Und dass er Alpha nicht mit sowas einstellen kann, Leute. So, wir haben jetzt als erstes, nehmen wir uns die Pistole hier. Und ein bisschen Geld, Leute. Und die schwarze Uniform. Und ich muss meinen Bart mal wegmachen, Leute. Mal, okay, den Bart kann ich eigentlich lassen. So erkennt er mich auf jeden Fall nicht, Leute. Denn ich werde mir jetzt erstmal hier zwei Securities abwerben. Und damit werde ich mir ein bisschen Geld von dem Unterlagen reißen. Denn der hat doch diesen Dimitri. Und der muss auch bekämpft werden. So, Leute, hier Security habe ich jetzt. Dann nehme ich kurz mal die hier vor ein Crybag seinem Haus.
dann heuer ich mir die Kurzbahn, Leute. Ich gebe den beiden jetzt das Geld und jetzt dürft ihr mehr folgen, Leute. Jetzt marschieren wir in das Haus und klauen uns erstmal einen fetten Batzen Geld aus einer Kiste von Don Alpha. Let's go, wir stürmen jetzt einfach frontal durch die Tür. Das Haus davor ist Don Alpha und ballert ihn erstmal über den Haufen. So, Don Alpha, nimm das hier. So, Securities, ballert alle ab, let's go. Ballert alle ab und zack. Meine Securities kämpfen, Leute. Ich habe jetzt sehr kurzes Geld hier. Oder ich habe fett Minus gemacht, Leute. Das war nur 32 Geld. Let's go, schnell raus hier durch den Hinterausgang. Und der eine Schläger, der wollte auch angreifen. Let's go, ich muss zurückballern. Meine Securities sind doch da, Leute. Perfekt. Jetzt muss ich hier flüchten über seinen Guard, dass er mich nicht erwischt. Und einfach, der darf mich nicht erwischen. Ich habe doch meine Securities, aber meine Waffe selber ist leer. Und der Schläger kommt hinter uns, Leute. Wir müssen flüchten, ganz schnell. So, ich nehme jetzt das Auto von den Alpha und fahre jetzt ganz schnell weg, Leute. Let's go! So, Leute, wir haben jetzt noch ein Security übrig. Den behalten wir jetzt im Team, weil ich habe schließlich auch für den bezahlt. Der folgt uns und der andere ist hops gegangen, leider, Leute. So, jetzt als nächsten Weg habe ich ein bisschen was Krasseres. Und zwar werden wir uns jetzt hier mit MPs und einem Baseballschläger ausrüsten, Leute. So, die nehmen wir nämlich in beide Hände, Leute. So, und dann haben wir doppelte MPs. Wir haben nur ein Magazin pro MP. Und wir werden jetzt vorfahren mit dem Bus und erstmal einen fetten Drive-By machen, Leute. Bei Don Alpha mit unserem Security-Mann. So, steigen wir in den Bus rein. Und jetzt werden wir fett rückwärts fahren und werden mal Don Alpha und nicht aufmischen. So, Don Alpha, komm mal raus hier. Hey, was möchtest du? Was ich möchte, Don Alpha? Ja. Don Alpha, das war nur eine Vorwarnung. Ich möchte, dass du das ganze Geld von Alpha und das Haus zurückgibst. Ich werde gar nichts zurückgeben und verlass jetzt diese Grundstück. Sicher, Don Alpha? Bist du dir ganz sicher? Jetzt kannst du dich nochmal entscheiden. Jetzt kannst du dich nochmal zum Guten bekehren, Don Alpha, und alles zurückgeben. Dimitri, greif ihn an. Security, greif ihn an. Ich greife euch an. Let's go, nehmt das. Leute, wir haben Don Alpha gestürmt. Okay, meine Waffen sind halb leer. Das Drive-Bahn funktioniert. Wir brauchen jetzt hier Zeug aus einer Kiste. Ist hier was drin, Leute? Ich muss hier Pila raustun. Ist hier Geld drin irgendwie? Hier muss doch irgendwo eine Ride sein, bitte. Hier ist hier keine Ride in der Kiste. Doch, 6 eine Ride darfst du nämlich mehr raus, Leute. Wir haben auch den Baseballschläger. Und jetzt gehen wir auf den Schläger mit dem Baseballschläger los. Nimm das, Schläger. Und den haben wir besiegt, Leute. Und Don Alpha greift an. Nimm das. Oh, die sind gleich leer, Leute. Mein Security wurde besiegt. Let's go. Wir müssen ganz schnell abhauen, Leute. Ich schieße das Magazin noch leer. Let's go, nimm das, Schläger. Und Leute, wir tauchen hier ab unter das Haus und Alpha. Und schwimmen jetzt zurück zu unserer Base. Und ich höre immer noch da oben. Schießt die Rast komplett aus, Leute. Komplette Eskalation. Aber wir haben gerade einfach 6 Lidl-Ride-Barren rausgeholt. Das hat sich jetzt richtig gelohnt. Aber unsere Security von Ami musste dran glauben. Jetzt gehen wir zurück, Leute. Und nehmen den nächsten Weg, um Don Alpha auseinanderzunehmen. Okay, Leute. Was haben wir jetzt? Goldäpfel, krass. Und Ninja-Ausrüstung. Leute, wir haben einfach Ninja-Rüstung bekommen. Und mit der Ninja-Rüstung können wir jetzt einfach Don Alpha ausrauben. Mit den Wurfsternen und den Goldäpfeln, Leute. Und wir haben sogar so einen Ninja-Grappling. Guck, ich würde sagen, wir grappen uns jetzt erstmal oben auf das Dach, Leute. Da ist bestimmt auch Geld versteckt. So, müssen wir es jetzt undercover machen wie ein richtiger Ninja. Und grappen uns jetzt erstmal hier hoch. So, mit dem Hack und ziehen uns dann hoch. Sicher, wo Don Alpha davon ist, sein Name, Leute. Gar nicht gut, so. Oh, ich muss aufs Dach schnell mit meinen Ninja-Fähigkeiten, Leute. Wir sind fast oben. Oh, ich höre den rumballern. Ich glaube, der ist richtig aggressiv, Leute. Ich höre die ganze Zeit da unten schießen. Aber wir müssen uns zaubern. Wir haben einen Goldapfel. Wir haben auch Wurfmesser, Wurfsterne und auch noch eine Nahkampfklaue. Die ist, glaube ich, auch sehr stark, Leute. Geht euch das mal. Das ist einfach eine Ninja-Kralle. Oha, was ist da drin? Warte mal, 2, 4, 6, 8... 12 Netherite, Leute. Was geht, Mann? Perfekt. Oh, Don Alpha rennt da unten gerade rum. Ich glaube, der rastet mich aus. Ich höre was da oben. Ich höre was, Dimitri. Komm schnell. Oh, nein, der hat mich gehört, Leute. Ich muss jetzt gleich hier. Hier, Dimitri. Oh, ich muss ihn jetzt hier ausdocken erstmal. Damit mache ich ihn blind. Let's go. Und jetzt werfe ich meine Wurfsterne auf Don Alpha. Mit meinen Wurfsterne. Und zack, 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 Leute. Ich habe schutzgesichere Rüstung. Du kannst gar nicht mehr. Oh nein, der widersteht einfach meinen Wurfsternen. Leute, nehme ich die Riesenwurfsterne. Und nochmal hier. Und jetzt greife ich ihn gleich mit meiner Nahkampfkralle an. Let's go, nimm das hier. Nicht sehen, Dimitri, hilfe schnell. Oh nein, da unten sind die alle. Ich betäube jetzt halt mit meinen Ninja-Wurfbomben. Let's go, so, nimm das. Und nimm meine Wurfsterne, Dimitri. Zack, 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 zack. Ich greife euch einfach an. Leute, ich werf die einfach auf die, meine ganzen Wurfsterne. Dimitri, du, oh, Dimitri, da oben, nicht Dimitri hat nichts
Gott, jetzt ist es Zeit, Jasmin zu verschwenden mit meinem Dinjak. Schnell, ich muss hier weg, bevor die mich erwischen. Und let's go, Leute. So, ich mache jetzt den Haken hier fest an meinem Baum und wir schwingen uns rüber zu meinem Haus. Ihr dürft noch nicht bemerken, dass ich das bin, der Don Alpha ausraubt, Leute. So, wir mit seiner Cover einfach gerade mal so viel Netherite geklaut. Was geht ab, Mann? Let's go, wir packen das Zeug wieder in die Kiste. Das kann man, glaube ich, nicht mehr benutzen. Ihr wisst sonst sofort, wer ich bin, ne? Der Weg hat gut funktioniert. Die Goldäpfel behalte ich, weil die könnten doch wichtig werden, Leute. Und das ganze Geld, was wir gemacht haben. Jetzt kommt als nächstes ein Weg, in dem wir uns in Don einfach sein Haus einfach reinsprengen, Leute. Und zwar werde ich mich hier einfach durch die Seite reinsprengen mit diesen Mining Charges. Das wird 100% hören. Aber, Leute, bis dahin müssen wir schon weg sein. Ich greife mich jetzt erstmal hier durch den Zaun von Alpha durch. So, das ziehen wir uns hier ins Haus rein. Let's go. Und jetzt machen wir die Mining Charges fest. So, wir können die einstellen, wie weit die reingeht. So, 3, 2, 1. Let's go, Leute. Wir sprengen jetzt alles hier. Und hörst du das? Oh. Das ist der neue Wecker. Das ist kein Wecker, Leute. Das ist meine Mining Charge. Wir gehen jetzt rein ins Haus. Hier bauen uns hoch. Let's go. Und suchen jetzt schnell eine Kiste. Hier ist eine voll mit Netherite, Leute. Da unten, ein Vogel. So, wir haben Gold, dafür können einiges stacken, Leute. 45 Netherite, raus, hier, raus, hier, raus, hier. Let's go, ich grab mich jetzt einfach weg. Ich grab mich jetzt runter, let's go, let's go, let's go. Ich muss schnell weg hier, Leute, raus hier, ab ins Wasser. Und wir haben es, glaube ich, geschafft. Oh, wir sind irgendwo unter Wasser gerade, Leute. Ich muss mich hier rausgraben, bitte. Ich muss es nämlich hier rausschaffen, Leute. Schnell, wir gehen jetzt zurück in mein Haus. Ich darf jetzt nicht auftauchen, Leute. Sonst wird es gefährlich, sonst sehen die mich 100%. Ich grab mich jetzt einfach hier wieder hoch, Leute. Schnell, ich krieg schon Wasserschaden. Gar nicht gut, bitte, bitte. Bitte, 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 komm, grab weiter, grab, grab, grab. Und Leute, wir graben uns hier durch in mein Haus wieder. Wir sind jetzt in meinem Garten angekommen. Perfekt, wir haben es hochgeschafft. Let's go. Boah, oh Leute, wir haben es rausgeschafft. Und jetzt kommt der nächste Weg, um Don Alpha auszurauben. Perfekt. Jetzt benutzen wir effektive Fall. Und zwar habe ich hier einen Nägelfall, Leute. Wenn er da drauf tritt, bekommt er massiven Schaden. Und hier sind auch noch intelligente Systeme. Wenn die Don Alpha ansteuern, dann wird er erstmal in die Luft gehen, Leute. So, ich mache jetzt erstmal die Nagelfalle vor dem Haus Don Alpha Stein, dass er da drauf tritt. Und dann platziere ich hier diese Dinger hier. Die werden die ganze Zeit auf Don Alpha losgehen. Ich sehe ihn da vorne rumstehen, gerade in seinem Haus. Wie gerade irgendwas mit Dimitri aushängt, Leute. So, ich platziere jetzt die Fallen hier, hier und hier. Die werden jetzt komplett meine Gegner zerstören, wenn die auch nur aus einen Schritt aus dem Haus machen. Und dann werde ich reinrennen und die nur nicht ausrauben. Hey, Don Alpha, hörst du mich? Hey, Dimitri, da draußen ist der Vogel schon wieder. Ich hol ihn jetzt. Hey, Don Alpha, mach mal einen Schritt raus kurz. Oh, Leute, die Nagelfalle steht schon zu. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Leute. Und wow, zack. Dimitri, schnell. Leute, seht ihr das? Oha. Wow, was geht da, Mann? Seht ihr das, Leute? Ja. Don Alpha, der wird's gerade richtig gezeigt, Leute. Von den Fall, ich muss jetzt schnell da rein. Boah, ist das gerade explodiert. Und dein einfaches halbes Haus wird gerade zerstört, Leute. Aber ich muss jetzt schnell da reingehen und deine neue Kiste suchen mit Geld. Denn Dimitri da vorne kann mir gar nichts, Leute. Ich gehe jetzt mal kurz hier in den Garten. Ist hier vielleicht eine Kiste voller Geld? Wow, Netherite Barren, perfekt. Oh, der haut mich, Leute, der haut mich. Ich muss schnell hier raus. Ich muss mich rausbauen und wieder ins Wasser rein, Leute. Das hat gut funktioniert. Perfekt, hier ist ein Goldapfel. Schnell. Let's go, Leute. Und jetzt kommt dann der letzte Weg. Oh, und der explodiert immer noch alles. Die Falle hat so gut funktioniert. Jetzt kommt der letzte Weg, um Don Alpha auszurauben, Leute. Perfekt, Mann. Aber die sind auch schon hinter mir, die Dimitris. Ich muss aufpassen, Leute. Das sind richtige Schläger für Don Alpha. Jetzt kommt der letzte Weg, Leute. Der wird noch krasser, glaube ich. Und zwar haben wir jetzt eine Laserfalle. Wir müssen warten, bis Don Alpha schläft. Und dann stellen wir ihm eine richtige Laserfalle. Danach wird er keine Lust mehr haben, in Alphas Haus zu campen. Wir müssen jetzt abwarten, bis es Nacht ist. So, Leute, die Nacht ist angebrochen. Jetzt müssen wir warten, bis Don Alpha zu Bett geht. Wir schleichen uns schon mal an sein Haus ran. Ja, der Fall hat ja wunderbar funktioniert. Hä? Habt ihr das gerade gehört? Ich glaube, der ist schon pennen gegangen, halber. Dimitri, ich will schlafen, Dimitri. Bitte pass auf draußen, okay? Danke. Okay, der geht jetzt schlafen, Leute. Da vorne, da ist Dimitri. Ich muss noch gucken, dass die Dimitris mich nicht sehen. Das Haus ist jetzt offen. Wir können uns eigentlich durch den Hintereingang einfach reinschleichen, Leute. Und platzieren die Laserfallen einfach um Don Alpha herum. Erstmal nochmal kurz was essen. Man darf mich nicht hören, Leute. Oder eine patrouilliert. Ich muss warten, bis die Wacht vielleicht auch einschlafen. Bitte. Leute, da vorne, Dimitri, der ist noch wach.
Ich muss in sein Schlaflied singen. Vielleicht schläft Dimitri dann ein. Okay. Schlaf, Dimitri, schlaf schön ein. Du musst jetzt im Bettchen sein. Oh Leute, der wird schon schläfrig. Schlaf, Dimitri, schlaf jetzt ein. Denn du musst bald sehr schläfrig sein. Schlaf jetzt ein, Dimitri, nein. Geh ins Traumland mit Ente und Alphastein. So Leute, Don Alpha schläft da und Dimitri schläft auch tief und fest. Und jetzt installiere ich meine Laserfall erstmal. So, Dimitri schläft ja perfekt, sein Bodyguard. Und jetzt platziere ich meine Laserfall, Leute. So, jetzt kommen erstmal die Laser drumrum. Zack, zack. Und jetzt installieren wir die Laserfalle weiter, Leute. Let's go, so. Für Don Alpha, damit er hier erstmal gleich aufwacht und dann richtig von Laser gegrillt wird, Leute. Ich brauche gleich noch mehr Laser. Ich muss hier noch ein paar schnell mehr nachbestellen, Leute. Denn wir wollen das hier so krass machen einfach. Komm schon. Laser verbinden, Leute. Ich schließe gerade die ganzen Laser. Ich bestelle mir kurz Laser nach. So. Let's go. Gleich sind wir fertig mit der Laserfalle. Und wir platzieren das drumherum. Das wird so krass. Und Dimitri, ich baller den jetzt erstmal. Ich nehme den mit dem Mining Drill einfach auseinander, Leute. Komm her, Dimitri, nimm das und zack. Jetzt müsste Don Alpha aber aufgewacht sein. Hey, Don Alpha, wach mal auf. Was war das? Hallo, wo bin ich? Guten Morgen, Don Alpha. Du bist gefangen und zwar ein Laser. Was hast du mit mir gemacht, Ente? Ich würde dich bekommen, Ente. Echt, Don Alpha? Ich raub jetzt erstmal den Rest hier aus. Guck mal, du hast schlecht gebaut, diese Falle. Guck mal. Ich kann hier du kannst hier nicht rausgehen, Don Alpha. Vorbeigehen. Oh, Leute, der kann da rausgehen. Ich muss jetzt ganz schön das restliche Geld nehmen. Wo bist du? Oh, der sucht mich, Leute. Hier ist hier immer noch Geld versteckt. Was zum... Aber Leute, wir haben einen Stick Netherite. Ich glaube, Don Alpha war doch schlauer als gedacht. Wir müssen ganz schön hier abbauen aus dem Haus. Let's go. Raus hier. Raus, 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 Leute. Oh nein, der sucht mich. Ich muss ganz schnell weg. Leute, wir haben einen Stick Netherite gekauft. Da haben wir geklaut. Davon können wir einfach zuhören. Oh, die Fallschlange ist ja. Davon können wir einfach zuhören. Den Lamborghini vielleicht kaufen, um uns komplett schuldfrei zu kaufen wieder, Leute. Lasst ein Like da und lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei den anderen Teilen vorbei. Bis zum nächsten Video. Ciao.